Willkommen, mein Name ist Marius Ebert. In dieser Prüfungsfrage geht es darum, drei Begriffe zu unterscheiden, die jeweils mit Prognose enden. Also der Unterschied liegt am Anfang des Wortes Markt, Prognose, aber hier heißt es auch Prognose, aber hier ist es Absatzprognose und im dritten Fall ist es Bedarfsprognose. Das heißt, wenn wir jetzt unterscheiden, dann liegt die Lösung zu dieser Frage am Anfang des Wortes, weil der Rest des Wortes bei allen drei gleich ist. Marktprognose, Marktprognose, hier kann man sich kurz merken, bedeutet Markttrends erkennen. Prognostizieren heißt ja vorhersagen, also Markttrends erkennen und vorhersagen. Allgemeiner könnte man sagen, zukünftige Entwicklungen des Marktes erkennen und dementsprechend auch vorhersagen. So, das ist die Marktprognose. Absatzprognose ist das gleiche wie beim Absatzvolumen bzw. beim Absatzpotenzial. Der Begriff Absatz bezieht sich immer auf ein, nämlich unser Unternehmen. Ein Unternehmen. Bei der Absatzprognose geht es also um ein Unternehmen, während es bei der Marktprognose um den ganzen Markt geht. Ja, in beiden Fällen wird etwas vorhergesagt. Prognose heißt Vorhersage. Aber einmal die Entwicklung für den gesamten Markt, das ist die Marktprognose, und zum anderen die Entwicklung für ein Unternehmen, zum Beispiel zukünftige Stückzahlen. Ja, Stückzahlen, die man verkauft. Das ist eine Absatzprognose. Sagt den zukünftigen Absatz voraus in Form von Stückzahlen. Und wenn man die Stückzahlen dann multipliziert mit den erzielbaren Absatzpreisen, dann hat man natürlich auch den entsprechenden Umsatz. Absatz ist streng genommen immer die Stückzahl, die man hier vorhersagt. Und Umsatz ist dann die Stückzahl bewertet mit dem Verkaufspreis. Und die Bedarfsprognose bezieht sich auch auf das Unternehmen, und zwar sagt sie voraus den zukünftigen betrieblichen Bedarf. Was kann das sein? Alles Mögliche. Bedarf an Personal, Bedarf an Rohstoffen und so weiter. Ja, auch die Bedarfsprognose bezieht sich auf ein Unternehmen. Hier sagen manche sogar, bezieht sich auf den Betrieb. Ja, sagt den betrieblichen Bedarf voraus, Betriebsort der Leistungserstellung, also den zukünftigen betrieblichen Bedarf an Personal, an Rohstoffen und an was immer man Bedarf haben kann. Also, wir können sagen, Marktprognose bezieht auf den gesamten Markt und Absatz- und Bedarfsprognose beziehen sich auf das eine Unternehmen als Ganzes und hier im Rahmen der betrieblichen Leistungserstellung auf den Betrieb. Alles Gute, Marius Ebert. Für Lernhilfen und Prüfungstipps klicken Sie auf den Link unter diesem Video.